Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ich habe jetzt eine Pause gemacht und ich weiß nicht, wer wen angreift. Also wenn er uns angreift, ist er ziemlich dämlich. Wenn wir ihn angreifen, sind wir mutig. Ich glaube, er greift uns an. Gut. Also, wir spielen das jetzt, weil, wenn wir es nicht spielen, werden höchstwahrscheinlich die angekratzt sind, sterben. Gut, so, es ist Nebel, also greift er uns an. Also, das weiß ich, weil ich nicht entscheiden kann, sorry, ich habe gerade wieder, Sparta aufgenommen. Das ist echt ein bisschen seltsam bei Sparta. Wirklich jedes Mal oder drauf zu achten. Drauf zu achten, wirklich die Details und was weiß ich, nicht die Details, sondern das zu sagen, was man gerade tut und warum man gerade das tut, weil das eben noch für wirklich Anfänger gemacht ist. So. Und dann jetzt hier Makedonien zu spielen, in Runde, was weiß ich nicht, 70 oder so. Naja, gut, er greift mich an, das heißt, wir können hier ziemlich ruhig schlafen, sag ich mal. So. So. Gut. Die Kavallerie passt mal hier hinten auf. Die spreaden sich mal ein bisschen auf. Der kommt mal hier vor. Der kommt hier vor. So ein bisschen die Seite von den Fernkämpfern schützen. So. Tja. Mein Hauptmerkmal ist natürlich wieder meine hübsche kleine Kavallerieeinheit. Und auf die werde ich jetzt auch, also ich werde auch hoffen, dass die sehr gute Arbeit leisten wird. Steinschleuderer sind in Ordnung. Weil an sich er hat er hat mehr Einheiten, das ist ja klar. Und ich habe mehr. Also ich habe die besseren Einheiten und er hat die. Also mehr Einheiten. Das sieht man hier jetzt auch ganz lustig, weil als er mich angegriffen hat, also nicht hier im Gefechtsbild, sondern auf der Karte, hat es noch genau andersrum ausgesehen. Und das ist, weil hier rechnet er die Einheitenzahl aus und Spiel, also hier, sorry, bin gerade ein bisschen, ihr wisst schon. So, also hier wird eben die Anzahl genommen, die Einheitenanzahl und beim Ding in der Karte, sorry, ich rede gerade ziemlich viel Stuss. Auf der Karte, auf der Minimap quasi,
werden nur die Stärke der Einheiten angezeigt. So. Schau mal, wie schnell seine Kundschafter sind und wie lahm meine sind. Ah, das ist ja mehr oder weniger klar. So, hier sieht's gerade relativ in Ordnung aus. Doch nicht mehr ganz so super. So, wir brauchen jetzt doch wieder. Alter, das ist heftig. Das ist ziemlich krass hier. So, ihr schießt mal hier. Jetzt, können wir unsere Kavallerie ziemlich gut ausspielen. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Die sind immer noch nicht durch. Aber bald. So, General geht mal weiter. So, die werden jetzt mal ein bisschen den General von denen malträtieren. Die machen jetzt mal Brandschüsse, weil ich kann die sonst nicht sehen. Ah, jetzt halt. Super. So, die sind jetzt auch durch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. Also, das war's. Ich will seinen General töten. Also, ich hab... Super. Ich hab, glaube ich, ein oder zwei Einheiten komplett verloren. Das war ein bisschen blöd. Die da habe ich komplett... Okay, ich habe eine Einheit. Eine Hopliten-Einheit komplett verloren. Ja, sonst war der Damage relativ ausgeglichen. Gut. Ja, schade, aber ja, okay. War zum Glück nur eine Dreier-Einheit, also Rang 3. Und keine von den silbernen. Goldene habe ich, glaube ich, noch nicht. So. Nicht Angriffspakt. Mein Herz.
Großzügigkeit immer mehr. Die sind so groß. Deren Forderung 6000, nee. Wollte gerade sagen, also wenn die mir 6000 anbieten. Das Brett steht bereit und alle Figuren sind an ihrem Platz. Nun bleibt nichts mehr, außer einen guten Tod zu sterben. Okay. Also Massilia ist einer der größten Feinde, die ich je hatte. Das war ein Scherz, aber... das wird nochmal spannend. Also ich werde auf jeden Fall hier erstmal Pergamon aufräumen. Und dann, ich könnte hier das auch Beistand erbitten. Vorteil ist, wenn die alle zusagen, ist, dass er mehr Feinde hat. Ein Nachteil ist, wenn die absagen, also das nicht machen, ist unser Bündnis gleich weg. Bei Sparta wird es mir keine Probleme machen. Okay, sind beigetreten, das ist ganz gut. Lasst uns diese Sache wie zivilisierte Männer besprechen und erkennen. Nö. Vorsichtig und treu, das ist immer sowas, was mir dann schwerfällt, die dann anzugreifen, aber die Seelen und es wurde sich gewünscht und ich habe gefragt, also von dem her, eine Tochter wird erwachsen, eine Forschung wird abgeschlossen, Erlass annulliert. Warte, warum ist da Erlass annulliert? Das muss ich dann... Oh ja, stimmt. Ja, viel Glück. Viel Glück. So, warte, Erlass annulliert. Der Rückgang des Imperiums eurer Fraktion. Wieso? Warte mal, hier erstmal, bevor ich es vergesse. Öffentliche Ordnung und Nahrung, ja. Wieso sind wir zurückgegangen? Erlässe 3 von 3. Also haben doch nicht alle zugegeben. Warte, da stehen nur die Dingsdabums da. Diplomatischer Status. Wir haben keine Verbündete. Hä? Warte mal. Ich bin verwirrt. Ich bin relativ verwirrt. Haben die sich jetzt doch abgekoppelt? Hä? Warte mal. Habe ich falsch gelesen? Habe ich es falsch gelesen, dass die... Ja. Ich glaube, ich habe es falsch gelesen. Da stand, glaube ich, nicht, dass die den Krieg mitmachen, sondern dass sie das ablehnen. Und dadurch sind jetzt alle... Okay, Sparta. Sparta werde ich danach angreifen. Athen auch. Also zuerst Pergamon. Obwohl die... Also ich glaube, wenn wir die nicht in den Rücken gefallen... Also denen nicht in den Rücken gefallen wären, hätten die, glaube ich, mitgemacht. Also ja, die waren eigentlich einer der Besten. So,
Guten Tag. So, sehr schön. Okay, Pergamon. Gut. Was machen wir hier? Verstärkungsrate. Wir brauchen halt jetzt sehr dringend gute Einheiten. Ah, hier sind auch nur die. Ah, nee. Ich tausche das mal kurz. So. Okay, also. Alle meine Verbündeten haben mich quasi in Stich gelassen. Das ist an sich kein Problem. Dann haben wir einen Grund, die zu erobern. Okay, sind alle meine Leutchen bereit? Also. Die beiden. Na komm. Also der da wird die auf jeden Fall auslöschen. So. Bevor er mir irgendwie Ärger machen kann. Wollte ich die da reinschicken? Oh. Ach, verdammt. Nee, wollte ich. Oder? Unterhaltskosten? Ja, Gut, das weiß ich. Also, der ist bereit. Der ist bereit. Der ist bereit. Und der ist noch nicht bereit. Okay, jetzt brauche ich hier einen Agenten. Unterhaltskosten der Begleitarmee. Konvertierung. Steuersatz. Okay, die schicke ich dann nach da, um zu scouten. Den schicke ich dann nach Navissos. Nächste Runde geht er nach Pergamon. Der geht nach da. Mazaka werden wir verlieren gegen den. Also wegen den. So, jetzt muss ich noch kurz schauen. Die ganzen Spione. Ah, Spion Nummer 1 kann eigentlich hier runter. Spion Nummer 2, wo bist du? Da. Der geht mal nach Antiochia. Mal schauen, was da ist. Spion Nummer 3 geht mal hier lang. Okay, da ist nix. Nummer 4. Du gehst mal da lang. Nummer 5. Du gehst mal da lang. Nummer 6 bleibt da. So, Dareios Untergang hat was bekommen. Kavallerie bekommt er. Unausstehliche, Mann. So. Was haben die verloren? Hier, Hopliten. Gut. So, die haben auch was verloren. Die haben Leinpanzer-Schwertkämpfer. Die können aber nicht wirklich was bauen, außer Hopliten. Ja, dann hole ich mir trotzdem mal Hopliten einfach so, damit wir wieder voll sind. Die Hopliten werde ich wahrscheinlich dann ja wieder wegtun. Sosigenes, das ist der aus der anderen Familie. Gut. Nächste Runde geht's voran. Vor allen Dingen, was cool ist, dadurch, dass die anderen
gilt ein Gold? Ja, zwischen Freunden. Du hast... Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Diesen Happen, 1200. Ich überleg's mir gerade, weil... ich gerade viele Feinde habe. Sklaven sind Feinde von jenen, das ist egal. Oxorum ist auch egal. Die da sind auch wurscht, aber Massilia ist nicht wurscht und Pergamon ist dann auch nicht wurscht. Gallische Konföderation ist auch nicht wurscht. Weil die sind auch riesig. Nee. Aber ich mach's jetzt trotzdem nicht, weil die könnte ich jetzt eigentlich besiegen. Ich könnte so... Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich könnte das Dorf oder die Stadt da oben könnte ich dazu benutzen, so einen kleinen Puffer aufzubauen. Warnung, Schutz verfällt. Seuche, Krankheit. Ja, das ist mir wurscht. Okay, also... So. Pergamon, mal schauen, wie Pergamon mich jetzt mag. Pergamon mag mich gar nicht mehr. Unerlaubtes Betreten gegen Pergamon, 270 minus. Gut, also. Aber das ist ein Problem. Dann werde ich mal hier reingehen. Und ein paar Söldner holen. Sind nicht mehr viele da. Aber die werden reichen. Er hat zwar eine Full-Stack-Armee, aber hier ist auch schon eine Armee drin. Ja, aber keine große mehr. Na gut. Na schön. Wo bist du? Da bist du. Du gehst mal hier hin. Du schnabulierst mal dahin. Du schnabulierst mal Richtung Pergamon. Und du schnabulierst mal noch nicht weiter. Gut, hier machen wir mal das da und hier machen wir hier, das da. Forschungsrate ist meistens nicht verkehrt. So. Dann würde ich mal sagen, geben wir meinen Leuten den Startschuss. Dann hier, dann da. Dann der hier, der da. Gut. Hey du, Pergamon, wo bist du? Da. Ich werde zuhören. Wie lang kann ich nicht sagen, denn Staatsgeschäfte und eine Schale bester Oliven erfordern meine Aufmerksamkeit. Stimmt, wir haben ja immer noch ein Handelsabkommen. Ein Mangel an Gütern? Oh weh! Oh Hermes, schütze uns! Unsere Frauen werden untröstlich sein. Vielleicht. Oh Mann! Ich mag den echt. Das ist echt gemein. Oh weh! Also, er ist mir zu groß geworden. Er hat ein bisschen zu viel Radau gemacht hier. Deswegen fällt es mir jetzt echt nicht schwer, ihn zu batschen, aber so manche seine Kommentare sind echt cool. So, gut. Wir warten noch eine Runde, nächste, oder eine Runde, ja, so, nächste Runde, weil dann kann die Armee wirklich hier hingehen. Und dann greifen wir überall gleichzeitig an. Das ist, glaube ich, cooler.
Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht gut. Bye.